Einen Flushing und ich wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es die 5 besten Cobble-Farms, die ich euch empfehlen würde, um schnell an viele Orbs zu kommen. Darunter sind Farms, die nicht nur Cobble enthalten, sondern auch zum Beispiel Wächterfarmen und Prismarinzeug zu craften und die dann zu verkaufen. Aber reden wir lang nicht um den heißen Brei, starten wir los. Platz Nummer 5 ist auf Citybuild 15. Die Plätze habe ich so gewählt, wie eben Spawner auf der Farm vorhanden sind. Die erste Farm, die ich rausgesucht habe, ich habe mir auch die ganzen Griefer-Info-Farms durchgeschaut und geguckt, welche empfehlen sich jetzt. Ich habe mir die ganzen Plots angesehen, deshalb bin ich nicht nur stumpf die Liste abgelaufen, sondern habe mir die ganzen Plots auch wirklich mal angesehen. Auf Citybuild 15 bei PH Inc. kommen wir zu diesem Plot und hier fand ich das geil, weil wir hier eben einen Teleporter haben und da können wir eben aussuchen, wo wir hin wollen. Wollen wir Gast, Huhn, Kaninchen, Guardian, das ist ja hier zum Beispiel gut, wenn wir Prismarien verkaufen wollen für Orbs oder dann haben wir hier auch die Cobble Farms, die sind aber leider nicht, die sind halt standardmäßig, das sind hier viel Cobblestone, Erde. Die sind halt nicht geupgradet, aber ich muss sagen, für die Auswahl, was man hier hat, die hat man eben auch nicht überall. Zum Beispiel Schneemänner, das ist auch schon eher was Selteneres. Slimes hat man hier auch. Also es gibt hier auf jeden Fall eine große Auswahl, falls man nicht nur die ganze Zeit den Cobble farmen will. Platz Nummer 4 ist auf Citybuild 8 und zwar PHFTO Farm. Hier kommen wir zu diesem Obsidian gehaltenen Plot. Und das hier sind nicht alles Cobble, sondern auch zum Beispiel Lohn Farm. Hier sind es jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite alles Cobble Farms. Hier ist einfach ein Enderdrache, hier haben wir auch einen Gas-Spawner. Wir haben aber meistens hier die Cobble-Farms bzw. Spawner. Die sind, meine ich, etwas geupgradet, weil hier ist zum Beispiel schon viel mehr Erze drin als Cobble. Rechts haben wir hier auch viele Wächter-Spawner. Bedeutet, das, was am meisten Orbs, somit am meisten Orb gibt, sind natürlich die ganzen Prismarin-Sachen. Und hier haben wir eben sehr viele Spawner davon. Und hier eben auf der anderen Seite nochmal. Die sind hier sogar alle komplett voll. Hier auf der ersten Etage haben wir die passiven Spawner. Zweite Etage aktive Spawner. Bedeutet, da spawnen halt die Mobs. Dritte Etage sind Villager Spawner. Und auf der vierten sind nochmal Hexen Spawner. Platz Nummer 3 mit 270 Spawnern. Aber ich muss hier ganz klar sagen, das ist mein Platz Nummer 1. Ich habe auch zu dieser Farm schon ein Video gemacht. Hier geht es nämlich um PH2K Clan. Das ist nämlich, ja, das Clan-GS, würde ich meinen. Und hier unten, hier stand auch gerade, 346 Spawner aktuell. Griefer-Info ist wahrscheinlich veraltet, nehme ich an, weil auf Griefer-Info sind nur 270. Alle Spawner können mit einem Rechtsklick entleert werden. Und das Geile, warum auch diese, ich mache mal kurz die Dorfbewohner leiser, warum ich diese Farm auch, gut, kam gerade ein Anruf rein. Was ich an dieser Spawner-Farm so geil finde, deswegen ist auch mein persönlicher Platz 1. Bei dieser Farm, wenn ich hier reinschaue, hier ist Stein drin. Hier ist kein Bruchstein drin. Bedeutet, diese ganzen Spawner sind auch alle auf Stein umgestellt. Hier ist überall Stein drin. Und das Geile an dieser Farm ist, ich habe auch hier schon mal ein Video zu gemacht. Und da seht ihr auch, wie viel Stein und wie viel Erze man rausbekommt. Und wie viele Orbs man tatsächlich mit dieser Farm machen kann. Deshalb schaut euch unbedingt das Video an. Ich kann euch sagen, es ist viel profitabler als die AOG-Farm auf Citybuild Evil. Hier sind nämlich sehr viele Spawner. Hier sind zum Beispiel auch Schweinespawner, aber die sind nicht freigegeben. Ich habe auch hier, ich weiß gar nicht, ob er gerade online ist. Nee, aber ich habe auf jeden Fall mit jemandem vom 2K-Clan mir hier gesprochen. 1,125 Millionen, meine ich, gibt er für jeden Spawner aus. Die sind halt sehr, sehr viele Spawner und die sind alle auf Stein umgestellt. Bedeutet, ihr müsst das Bruchstein nicht erst mit der Kohle zu Stein umcraften, sondern ihr spart euch diesen ganzen Weg und habt direkt schon den Stein, den ihr fertig abgeben könnt. Wenn ihr aber genau wissen wollt, wie viel Orbs ihr in wie viel Stunden damit machen könnt und wie das Verhältnis zu Stein und Erz ist, dann schaut euch unbedingt mein Video an. Kann ich sehr empfehlen für die Leute, die Orbs farmen. Platz Nummer 2, was die Spawner betrifft, gibt es auf Citybuild 16.
Und hier habe ich direkt zwei Farms. In Klammern, sag ich mal. Citybuild 16 haben wir einmal die LHP-Farm. Das Ganze gibt es auch auf Citybuild 1. Genau, auch unter PHLHP-Farm. Nur nicht auf 16, sondern 1. Dort sind es sogar nur, obwohl, was heißt, es sind dort 200 Spawner. Hier sind es laut Griefinfo 320. Wenn ich mich richtig umgesehen habe, müsste sogar das identische Plot sein. Also das gibt hier nochmal identisch auf Citybuild 1 und mit ein paar weniger Spawnern. Hier hat man zum Beispiel Creeper. Dann haben wir hier, ja keine Ahnung, das glaube ich eine Deko. Hier haben wir auf jeden Fall auch Free Essen für die Leute ohne Hungerperk. Hier haben wir auch statt passiven aktive Spawner. Und hier haben wir auch die ganzen Cobble-Spawner. Hier liegt sogar noch Lapis rum. Und hier haben wir ordentlich nochmal Cobble-Spawner. Sind natürlich jetzt nur Bruchstein, aber dafür ist es hier auch... Oh, hier... Okay, Behutsamkeit ist anscheinend auch drauf. Bedeutet, ihr bekommt hier auch Erze raus, die euch nochmal ein bisschen mehr Orbs bringen. Hier haben wir auch um einiges paar Gas- und Lohnspawner, die auch gut abgegradet worden sind. Das habe ich auch gesehen. Hier gibt es so viele Wächter-Spawner. Bedeutet, die werden auch nicht wirklich so krass geleert. Hier sind fast alle voll. Bedeutet, Prismarin könnt ihr hier auch um einiges gut farmen. Platz Nummer 1 auf Citybuild Evil. PH-AOG. Zu dieser Farm habe ich auch bereits ein Video gemacht, wie viele Orbs ich damit verdient habe. In so und so vielen Stunden könnt ihr auch gerne mal oben beim i auschecken. Hier sind es rund 600 Spawner, die ihr leeren könnt. Und hier sind auch einige geupgradet mit Behutsamkeit drauf. Hier sind sogar noch Schweinespawner, die habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Aber das hier ist der Hauptfokus, der Pathos. Der tut die hier auch gut aktiv leeren, aber ich sag mal so, hier sind so viele Spawner. Wenn ihr die alle leer gemacht habt, sind die inzwischen schon wieder alle voll. Für die Leute, die auf jeden Fall viele Orbs machen wollen, ist hier eine Farm auf jeden Fall für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Vergesst auf keinen Fall zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.